Meine kleine Ansprache zum Wettbewerb Die besten Projekte 2010. Letztes Jahr zum Showcase haben wir es zum ersten Mal gemacht, weil wir wollten ganz gerne, dass für Interessierte, aber auch für andere Studierende die Möglichkeit besteht, sich die MI genauer anzugucken und auch Projekte, die in der MI entstehen, mal zu sehen. Und da möchten wir natürlich keine langweiligen, schlechten, öden Projekte haben, sondern natürlich die besten. Also haben wir aufgerufen zum Mini-Wettbewerb die besten Projekte, weil wir denken, es ist sowohl für die Besucher, die Interessierten, die Studierenden ganz interessant, mal so zu sehen, was machen die anderen eigentlich, als auch für diejenigen, die sich für diesen Wettbewerb, die am Wettbewerb mitgemacht haben, auch nochmal eine Möglichkeit, das eigene Projekt zu zeigen und es nicht nur auf der Abschlusspräsentation von der Veranstaltung zu zeigen, für die es entstanden ist und dann auf ewig in der Schublade verschwinden zu lassen. Sondern einfach nochmal zeigen, was habe ich gemacht. Selbiges auch nochmal aufzubereiten und kommunizierbar zu machen. Ich weiß, da steckt ein gewisser Aufwand drin. Aber letzten Endes dem Projekt, was ja sehr häufig mit viel Zeitaufwand und Herzblut auch erarbeitet wird, dem nochmal eine gewisse Wertschätzung zukommen zu lassen und selbiges in einer begrenzten Öffentlichkeit zu präsentieren. Da wir keine großen finanziellen Möglichkeiten haben, hier einen großen Preis auszuzeichnen, tun wir das auch nicht. Das Einzige, was wir tun können, ist, das zu zertifizieren, dass ein Projekt, was unter die besten 10 gekommen ist, eben eins der 10 besten Projekte des Jahres war. Und wir sind schon der Meinung, und es ist auch unsere Erfahrung, dass es, selbst wenn es in diesem relativ begrenzten Kreis der Medieninformatik entstanden ist, für Sie später nicht völlig uninteressant ist, einfach nochmal eine Kennzeichnung zu haben, dass die Projekte oder das ein Projekt, das Sie gemacht haben, eben gut war, eins der besten war, was in diesem Jahr entstanden ist. Ich denke, das interessiert durchaus auch potenzielle Kunden oder Arbeitgeber, dass selbiges passiert ist. Jetzt habe ich schon 2 Minuten 23 gesprochen. Deshalb von mir nochmal der Appell, der Hinweis, kommen Sie aus den Puschen, überlegen Sie, habe ich im letzten Jahr eigentlich ein cooles Projekt gemacht, also im letzten oder vorletzten Semester, ein Projekt, was zu schade ist, dass es in der Schublade verschwindet, dann reichen Sie es doch bei uns ein. Einfach eine E-Mail an medieninformatik.fh-köln.de mit dem Projektnamen, Werbebetreuer und per Eckdaten. Wenn es das Ergebnis gibt, irgendwie im Web oder ein PDF dazu, was es uns ermöglicht, das Projekt zu bewerten. Wir gucken uns das dann in der Runde an mit Mitarbeitern in der MI und Studierenden und Dozenten und entscheiden, welche sind die 10 besten Projekte. Und alles Weitere erfahren Sie dann, sobald Ihr Projekt darunter ist. Alle anderen, die jetzt nicht unter die Top 10 gekommen sind, würden wir entsprechend informieren. Ich freue mich, wenn es viele Einreichungen gibt. Das war mein Wort zum Donnerstag. Einen schönen Tag noch.